Und nach längerer Zeit geht es mal wieder weiter mit Alternate. So, wir sind aus Krankenhaus 2.0 aufgewacht und befinden uns nun in einem Wald, durch den ich nicht steuern kann. Auf einmal ja, weil das Fenster nicht aktiv war. Gut. Gehen wir mal hier lang. Hier bekommen wir eine Zwischensequenz, wir können nicht hier lang. Aus der Richtung komme ich gerade. Der Wald dort ist viel zu dicht, um hindurchzukommen. Wozu haben wir unser Schweizer Taschenmesser dabei? Ah, okay, versuchen wir es Richtung Norden. In diese Richtung habe ich den Berg gesehen, welcher unser Fuji-San sein dürfte. Tatsächlich! Wie hast du das also von da unten besser erkennen? Naja, was soll's. Bestreiten wir jetzt nicht hier die Logik des Spiels. Das macht sich nie gut. So, du findest 5 Heilkräuter und einen kleinen Segen. Schön. Eine Kiste in einem Wald. Wer zum Teufel stellt Kisten mitten in einen Wald? Genau derjenige, der jetzt erstmal einen Schluck trinken musste. Ups. Im Videospielen sieht man das immer wieder. Ja. Ach was. Ich hasse Videospiele. Tomoya! Wer bist du? Du bist kein Mensch. Ich setze dieses Mysterium in Gedanken auf eine Liste direkt zu den anderen Begebenheiten, die ich nicht verstand. Ein Videospiel. Ja, vielleicht war dies das perverse Spiel eines Gottes. Vielleicht hat sie auch einfach nur hier jemand vergessen. Ich vergesse ständig meine Kisten in Wäldern. Passiert dann und wann mal. Was ist das denn? Bleib zurück, Ganina, das Vieh sieht eklig aus. Vor uns offenbarte sich etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Wie ein Wirbel aus schwarzen Bändern mit roten Rändern. So sah es aus. Man meinte, die Form eines Menschen darunter erkennen zu können. Doch dieser Eindruck verflog so schnell wieder, wie er gekommen war. Ah, das ist gruselig! Dieses Ding war niemals menschlich oder tierisch. Was war das? Es ist... Zionisch. Die Kiste, die ich gesehen hatte, dieses Monster, war das wirklich das perverse Spiel eines Gottes? Solange wir keine Menschen trafen, war dies die logischste Schlussfolgerung. Tomoya, mach doch was! Es ist eklig! Es hat mehrere Beine! Es sieht aus wie eine riesengroße Spinne! Mach sie tot! Nimm diese Zeitung! Tomoya hält Zeitung! Es kommt direkt auf uns zu! Aber warum eine Zeitung? Und warum gerade der Sportteil? Aber warum Kanina? Sie hatte nichts damit zu tun. Bleib weg, du! Was auch immer! Verschwinde! Pass auf, Kanina! Okay, sie wurde besiegt. Ich hab Pech gehabt. So, ich hoffe mal, die Maus ist ordentlich kalibriert. Ja, ja, ja. Wir haben noch Hilfemenü. Wow. Oh ja, wir sehen wir ein Stadion und die Anzahl der. Blablabla. Tolles Hilfemenü, gut, dass ich das alles kenne, von daher. Was soll's? Schalte ich dann gleich wieder aus, sobald ich die Gelegenheit dazu habe. Und tschüss. Ha! Na, wenn das mal nicht einfach war. So, ha! Unseren ersten richtigen Kampf erfolgreich abgeschlossen. Das war ja mal total billig. Hey, wir haben es tatsächlich irgendwie besiegt. Auch wenn ich für einen Moment dachte, dass wir beide draufgehen würden. Aha. Ja, bis du ihm deine Bratpfanne ins Gesicht geschlagen hattest. Dann sah es wieder gut für uns aus. Gar nicht schlecht für einen normalen Menschen, Kanina. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Und auch etwas verwirrt, dass du ständig deine Kochutensilien dabei hast. Diese seltsamen Karten, die wir gefunden hatten, schienen uns bei dem Kampf gegen diese Dinger zu helfen. Und zu meiner Verwunderung konnte das Hausmädchen an meiner Seite sehr gut auf sich selbst aufpassen. Ich fühlte mich minderwertig. Ja, vielleicht war sie sogar so gut wie ich. Jetzt fühlte ich mich noch minderwertiger. Vielen Dank. Du kämpfst aber auch besser, als ich erwartet hatte, Tomoya. Du warst doch nie eine große Kämpferin. Ja, ich war nur ein großer Kämpfer, bis das dumme... naja, du weißt schon. Ich hasse das Kämpfen nach wie vor, aber das Erbe in meinem Blut scheint gegen diese Viecher sehr effektiv zu sein. Wenn diese Monster von Göttern erschaffen wurden, dann verstärkte auch dies meinen Verdacht, dass dies das perfide Spiel eines Gottes war. Sie müssen also göttlichen Ursprungs gewesen sein. Da verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht. Stimmt, denn du bist dumm wie Stroh. Du hast ja die Hälfte der Geschichte gar nichts mehr mitbekommen. Ich erkläre dir das in Ruhe, wenn wir aus diesem Wald heraus sind. Einverstanden? Okay. Zumindest wissen wir jetzt, dass dies kein schlechter Scherz von Makoto ist. Hm, bist du dir da sicher? Ich grinse Kanina an, versucht... Ja, das ist der... Der perfide Plan von Makoto. Ein riesengroßes, interaktives, dämonisches Spiel, nur zu seiner Belustigung. Und am Ende muss man einen Unterhöschen klauen.
Nun gut, ich grinse Kanina an, versuche da ein wenig zu scherzen, um über unsere ernste Situation hinwegzutäuschen und über das, was ich gerade gesagt habe. Hier ist irgendetwas am Werk. Okay. Gehen wir also weiter. Monster töten. Ich sehe Monster, ich sage, oh, es sind drei. Oh, ja, ich wollte ja etwas ausschalten. Doof. Was ist erst dran? G1. So, nicht viel zu sagen. Wir verteidigen uns. Wir verteidigen uns noch mehr. Und wir verteidigen uns wieder. Ich habe schon so den Verdacht, dass ich das Ganze so wie bei Moonlight Sun halten werde. Und ich habe noch nicht mal die Karten ausgetauscht. Wow. Gut, da weiß ich ja, was ich mache. Nachher noch. Ah, falscher... Ja, verdammt. Zu knapp. Man hat noch eine Sekunde Zeit, um das Ziel zu ändern. Na gut. Und die Kämpfe einfach rausschneiden. Hat das jetzt mit dem vorhergesagten Sinn ergeben? Hoppla, Verteidigungsphase. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, werde ich wahrscheinlich... einfach unterbrechen. Machen wir erstmal das Viehplatz. Hm, ist allerdings auch ein bisschen doof mit der Methode, wie ich gerade aufnehme. Tja, man muss Kompromisse eingehen. Und wir haben gewonnen. Jawohl, war ja nicht allzu schwer. So muss das sein. Okay, ich muss sowieso mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Bis gleich. So, nachdem ich jetzt herausgefunden habe, wie man die Aufnahme pausiert und ich ein glücklicher Mensch bin, kann es weitergehen. Der ganzen Sache. Und den Kampf zeige ich mal noch. Einzig und allein, weil ein neuer Gegnertyp kommt. Und ansonsten, ja. Würde ich nicht wissen, wovon ich labern soll, was ich ja sowieso schon immer nicht weiß. Und ich wollte das Zeug ausschalten, fällt mir gerade ein. Verdammt nochmal. Okay. Machen wir dann. Gleich. Sofort. Erinnert mich daran. Schreit es in die Kommentare. Und zwar jetzt. In dem Moment, in dem ich es aufnehme. Ja, ich bin mir sicher, irgendjemand von euch kann das. Ein Gegner ist tot. Oh, ich werde angegriffen. Das ist genauso wie kommentieren bei Need for Speed Most Wanted. Eine Rechtskurve. Oho, da habe ich ein bisschen überdriftet. Na sowas. Also, ist ja nicht zu sagen, dass das Kampfsystem irgendwie langweilig ist, was es nicht ist, aber dazu die ganze Zeit reden zu müssen, das ist echt... Ah, okay. Machen wir erstmal das Vieh vorne platt. Und Karten austauschen muss ich auch noch. Verdammt nochmal. Ich denke auch an gar nichts. Hauptsache, ich weiß, wie man die Aufnahme pausieren kann. Ha. So. Ja, eine Windkarte wäre jetzt echt dufte, Tomoya, aber da ich zu doof war... Oh ja, toll, Donner. Hui, das wird viel Schaden machen. Mir fällt gerade auf, dass ich bis jetzt... Naja, geht ja. Dass ich bis jetzt noch gar nicht die Analysekarte gezogen habe. Tja, ja, diese Feldratten, die können schon ganz schön reinkommen. Also besonders wenn einem die Karten ausgehen. Die Verteidigungskarten. So, das sind gut und gerne mal 24 Schaden. Oh, verdammt. Knapp daneben ist auch vorbei. Gut. Sieg. Natürlich, was sonst? Und ich kümmere mich jetzt erstmal hier drum. So. Abschlusskarten. Natürlich. Lassen wir uns anzeigen. Karls anzeigen. Scheine. Was? Ah, okay. Wer will bitte die ATB-Leiste abschalten? Ich meine, es ist gut, um. Also, wenn es ruckelt, aber dann hat man ja überhaupt keinen Überblick mehr. Obwohl, doch, seit neuestem ja schon. Was soll's. Und, okay. So. Machen wir allerdings das Wichtigere jetzt.
Und zwar, das kann jetzt ein bisschen dauern und man hört mich bestimmt schön klicken gerade. Weil das Mikrofon relativ sensibel. Ach so, verdammt! Ja! Ah. Das geht ja nicht. Ach Mensch! Als wir noch Beta-Tester waren, konnten wir noch wechseln, ohne das Deck voll zu haben. Nee. Oh, das ist jetzt. Ah, das stellt jetzt natürlich ein Problem dar. Solange ich keine neue Karte habe, kann ich. Ah! Oh! Das ist ja böse. Hm. Denn ich will eigentlich, dass Tomoya die Windkarte bekommt. Allerdings geht das nicht, solange ich noch keine andere Karte habe. Okay, gut. Hm. Was soll's? Töten mir einfach ein paar Ratten nach einer Zwischensequenz, würde ich annehmen. Schau, Tomoya! Ein Jahrmarkt! Echt? Wo? Hab dich nur veräppelt. Das ist echt fies von dir. Der Fuji-san. Ist da ein Riesenrad oben drauf? Nein. Da sind wir also wirklich in der Nähe von Tokio. Es scheint so. So, in der Nähe von Tokio. Etwas störte mich an diesem Anblick gewaltig, aber ich kam einfach nicht drauf, was es sein sollte. Hm. Waren in Tokio immer schon so viele Bäume? Lass uns weitergehen, Tomoya. Wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns und die Sonne geht langsam unter. Aha. Ich bezweifle, dass wir bis zur Nacht noch so weit kommen. Wenn wir also nicht zufälligerweise eine Straße über den Weg laufen, müssen wir heute Nacht wohl im Freien schlafen. Na, etwas Zeit verbleibt uns ja noch. Vielleicht finden wir ein Motel oder ähnliches. Natürlich. Wäre ja auch sehr angenehm, nicht wahr, Tomoya? Tokio, Kanina, Monster... Ich kann den Zusammenhang einfach nicht erkennen. Diese Monster sind nun wirklich keine allzu große Gefahr und wir sind hier auch nicht fernab jeglicher Zivilisation. Das kannst du aber auch nur sagen, weil ich auf Normal spiele und nicht auf Schwer, ja. Warum Kanina? Das ergibt alles keinen Sinn. Wo bleibst du, Tomoya? Du musst die Koffer packen. Ja, 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 ich komme ja schon. Verdammt nochmal. Und jetzt muss ich erstmal unterbrechen und schauen, ob die Aufnahme wirklich pausiert wurde. Denn das weiß kein Mensch. Deswegen bis gleich.